Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Ungarndeutschen Magazin. Bleiben Sie mit uns. Gefallene, Verschleppte, Vertriebene. In Kascha wurde der Helden gedacht. Hartauer Rezepte aus Omas Küche. Zu Gast bei Gastrobloggerin Margot Rupaner-Golli. Ist es Sommer, geht's in ein deutsches Nationalitätencamp. Bunte Programme, bleibende Erlebnisse. Treffen von deutschsprachigen Laientheatergruppen. Niveauvolle Produktionen, gute Stimmung. Vom ungarischen Parlament wurde am 19. Juni 2001 das Gesetz über den Gedenktag der ungarischen Helden angenommen, was den Kreis der früheren Gedenkfeier um alle erweiterte, die für Ungarn ihr Blut vergossen, ihr Leben riskierten oder opferten. Der Helden der örtlichen und benachbarten Siedlungen, der Gefallenen, Verschleppten und Vertriebenen wurde am 29. Mai mit Anzünden von Kerzen in Kascha gedacht. 1746-tól költöztek Kiskassára németek. A települést 100%-ban német származásúak lakták, egészen addig, amíg a II. Világháború tragikus történései el nem következtek. Az asszonyok közül sokakat a háború után Málenki robotra vittek, a férfiakra hadifogság várt, majd 1946-ban a falu kétharmadát kitelepítették, elűzték. A pusztulás jelei a templomon és a temetőn is láthatók. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, majd a kommunista diktatúra alatt nem tartották meg. A rendszerváltás után újra megemlékeztek az elesett magyar katonákról, majd a 2001-ben elfogadott törvény hivatalosan is kibővítette a kört mindenkire, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Rájuk emlékezünk május utolsó vasárnapján. Egész komoly létszám volt, főleg a kitelepítés során. 474 ember volt fölírva arra a listára, hogy kiket kell a faluból elűzni, és ez 93 házat érintett. Na most a 603 lakosból a 474 az egy nagyon komoly létszám, és ugyanígy a házaknál is a 124 házból a 93, amit ugye elvételre ítéltek, ez is egy nagyon nagy létszám volt. Az elesettek pedig köztük nők is vannak, főleg a II. Világháború során, és ugyanígy a Málenki robot témájában is, hiszen 38 embert vittek el, ebből 36 nő volt az, aki a szovjet kényszer munkatáborokban volt. Úgy gondoltuk, hogy a német nemzetiség körében annyi tragédia történt, és olyan sok hősi helytállás ennek során, hogy érdemes megemlékezni akkor nem csak az elesettekről, hanem azokról is, akik a II. Világháború után Málenki robotra kerültek, és ott tisztességgel, becsülettel, kitartással helytáltak, és kivívták az elismerésüket a helyi lakosság körében is, de ugyanígy gondoljuk hősnek azt is, akiket elűztek a falujukból, és helytáltak azokon a településeken, Németország akár keleti, akár nyugati részén, ahová elkerültek, és ott is kivívták a megbecsülésüket. Nagyon sokan ugye visszaszöktek, és itthon próbálkoztak újra, és a semmiből újra életet teremtettek, a házakat fölépítették, újból bekapcsolódtak a nemzet építésébe, és ez a fajta dolog is egy nagyon komoly hőstettnek minősül. Tehát mi példákat a saját falunkban élt emberekről is tudunk venni, és ezért gondoljuk fontosnak, hogy Kiskassán a Hősök Napjáról megemlékezzünk. Emléktábla tanúsága is, a II. Világháborúban a nagyapám halt meg magyar katonaként, tehát ők ugye magyar katonaként, mind az első, mind a II. Világháborúban magyar katonaként harcoltak és haltak meg, és Lembergben van eltemetve, ő körülbelül 43-ban halt meg. Igazából ezt egy teljesen véletlen folyamán tudtam meg, és hát azóta voltunk is ott, mert a Lembergi Magyar Egyesület az ápolja az ott elhunytak emlékét, és emléktáblát is állítottak, az én nagyapám neve is szerepel rajta. A Málenki robot az édesanyámat érintette a faluban,
őt vitték ki, Groznyban volt és Oktyabszkijban is, Baskíriában. 44. december 26-án kezdődött itt a Málenki robotra való elhurcolás. A kitelepítések, illetve kiüzetés, ugye most már ez a szó az, amit helyesnek vélünk, hiszen ők nem akartak kitelepülni, őket elűzték, az pedig 46-ban indult el a faluban. Ott pedig itthon maradt nagymamát, dédmamát érintette, és tulajdonképpen a teljes rokonságunkat. A családban az egyszerűbb, tehát ott ugye azért a lányok tudják, meg az unokáim is ismerik a történeteket. Az egyesületünkkel nagyon sokat tettünk azért, hogy másokkal is megismertessük, akár rendezvények kapcsán, akár ugye a Pécsi Német Egyesülettel könyvek kiadásán keresztül filmeket is készítettünk. Az iskolákban pedig mindig megkérjük a tanárokat, hogy ezen a napon azért ők is tegyenek erről említést. Volt már olyan közös projektünk is a gyerekekkel, hogy ők egy-egy kis cédulára írják rá az ezzel kapcsolatos gondolataikat, és akkor egy ilyen kis fát raktunk ide a két emlékmű közé, és azon rajta voltak a cédulák, amit a gyerekek így ráírtak. Ez egy nagyon, nagyon interaktív produkció volt akkor, és a gyerekek is nagyon tetszett nekik. Úgyhogy ilyeneket majd azért még gondolunk megismételni. Amivel idén szerettünk volna emlékezni a Hősök napján, az a Bündeltánc nevű dráma lett volna, amit az Oberon Társulat ad elő, és ez Parasztház udvarán indították el, a bemutató Fekeden volt, azóta már több német faluban eljátszották. Sajnos ezt az eső elmosta, de azért van esőnap, úgyhogy igyekszünk bepótolni. Ez az előzetésnek a történetéről szól, és három színház színészei adják elő, és eddig mindenhol nagy sikerre játszották, tehát idén erre gondoltunk, hogy ezzel fogunk megemlékezni az itteni hősökről és a környékbeli települések hőseiről. 12 éves volt, és az ott az öcsém így viselkedik. Margot Rupaner-Galli lebt in Hartau, schreibt Kochbücher und führt einen Gastroblog. Sie meint, dass man die Familienrezepte bewahren soll, weil man mit ihnen einen wichtigen Schatz, die Tradition, weitergeben kann. Deshalb beschloss sie, die Rezepte von den schwäbischen Gerichten zu sammeln, an deren Geschmack sie sich noch aus der Küche ihrer Oma erinnern kann. Szalonnás lepény, sóskifli és kútkifli, kertpogácsa és fánk, vagy éppen császármorzsa. Édes és sós sütemények, amelyek gyakran kerültek a takarékos svábok asztalára. Miközben arról beszélgetünk, hogy milyen is volt egykor a nagymama által vezetett konyha, milyen ételeket ettek, Rupaner Galli Margot egy gyorsan elkészíthető, laktató és finom tészta ételt süt, amit nagymamája Ajrös Tercnek nevezett. Sváb megnevezése ennek az ételnek. Apukámnak nagy kedvenc, rendszeresen készítette neki. Szükségünk lesz hozzá három tojásra, három evőkanál, vagy egy negyed bögre kristálycukorra, egy csipet sóra, egy és fél bögre lisztre, egy evőkanál zsiradékra, illetve majd a tálaláshoz porcukorra és lekvárra. Ja, és el ne maradjon a három deci tej, ami egy és negyed bögre, ha bögrével mérünk. Kettő félét is szoktam készíteni. Az egyik az, amit hát itt leggyakrabban Magyarországon hagyományosan készítünk, az ugye búzadarával készül, illetve van ugye az osztrák verziója, ami viszont ehhez nagyon-nagyon hasonlít. Annyi, hogy abba gyakran kerül vaj is a tésztába, ebbe most nem fogunk tenni, csak a sütéshez használunk zsirodékot. A takarékosság és az egyszerűség, ami egyébként ezt a konyhát nagyon jellemzi, ugyanúgy, ahogy a nagymamám is mindent úgy készített, hogy azt tudni kell, hogy itt nincs pazarlás, kislányom. Maradék nem maradhat sose, tehát ő tényleg mindent mindig felhasznált. Ha megmaradt a paprikás krumpli, másnap pré készült belőle. Ha gombóc maradt meg, akkor másnap az reggelire meg lett pirítva. Mi az a pré?
a brie, hát itt kétféle is van, az egyik, amit itt a disznótorokon hagyományosan készítenek, viszont a mama, ami brie-t készített, azt úgy kell elképzelni, hogy megmarad a paprikás krumpli, és másnap, mint egy ilyen ecetes krumpli főzelékké átvarázsolódik, bele van ütve egy 2-3 tojás, ami ilyen budgyantott tojásként megfő ebbe a főzelékbe, és egyébként nagyon-nagyon finom. És én gyerekként mindig mártogattam kenyérre. Az emberek nem látnak a gyomrodba, de a gallérodra igen. Tartja a sváb közmondás. A svábok takarékosan és leleményesen, olcsó alapanyagokból is finom ételeket készítettek. A most készülő császármorzsa is ilyen egyszerű, olcsó és laktató finomság volt. A végeredményben egy ilyen habkönnyű masztert fogunk kapni, ami egyébként nagyon-nagyon hasonlít az amerikai palacsintának a tésztájára. Ez már nagyon régóta tervben volt. Gyakorlatilag ezeken a recepteken nőttem fel a nagymamámnál, ő már nincs velünk sajnos, és hát hiányolom nagyon ezeket az ízeket. Így most összeszeregettem már nagyjár, de még nagyon sok tervem van, amiket elő kell varázsolni. Régen zsír volt, és szerintem ahhoz, hogy ezek az ételek olyanok legyenek, mint régen voltak, ahhoz a zsír szükséges. Egy egész másmilyen ízélmény, ízhatása van. Van, aki egyébként villával egész apróra töri, tehát azt is lehet. A nagymama nálunk, az én nagymamám, ő ilyen icipicire csinálta. Tényleg morzsa volt. Mi szeretjük, hogyha picit ilyen nagyobb darabok is vannak benne. Egyszerű maga az étel, de a sütés részével lehet mellé fogni. Nekem sikerült már. Rupáner Gallé Margó úgy tartja, hogy őriznünk kell a családi recepteket, mert továbbadhatunk velük egy fontos kincset, a hagyományt. Ezért határozta el, hogy összegyűjti azoknak a sváb ételeknek a receptjeit, amelyeknek ízére még jól emlékszik nagymama konyhájából. Immer mehr deutsche Nationalitäten Selbstverwaltungen und Vereine organisieren für Kinder von Nationalitätenschulen deutsche Nationalitäten-Sommercamps. Viel Bewegung, Spiele, Bastelbeschäftigungen, Kochen und Backen und Ausflüge erwarten die Teilnehmer. Die Sommerferien beginnen bald und die Frage taucht auf, welches Camp soll ich für mein Kind wählen? Ein ungarndeutsches Camp kann eine gute Entscheidung sein, weil die Kinder spielend, ohne es zu merken, die Sprache üben, während sie solche Erlebnisse und Erfahrungen sammeln, für die während des Schuljahres keine Zeit bleibt. Jönyi Scherer Csabai organisiert seit 12 Jahren ungarndeutsche Camps. Dank einer erfolgreichen Bewerbung und der Unterstützung durch die SEKSA der deutschen Selbstverwaltung in einer sehr schönen Umgebung. Und im Jahr 2021 haben wir eine Bewerbung bei dem Bethlen-Gábor Nemzeti Együttműködési Alap und von der SEKSA der Deutsche Selbstverwaltung auch Unterstützung bekommen. Und wir konnten schon unseren Kampf in Alsónána in Galagonya-Tábor halten. Das möchten wir hier jetzt bedanken, die Unterstützung. Das war sehr gut für die Kinder auch und für den Eltern auch, weil das auch eine sehr gute Gegend ist für den Camp, für das Camp. Okay, in diesem Jahr organisieren wir auch ein deutscher Nationalitäten-Sommercamp für Kinder. Im Allgemeinen besuchen uns Kinder aus der Unterstufe. Aber es gibt immer einige begeisterte und fleißige Kinder aus der Oberstufe auch, aus der 5. und 6. Klasse, die uns auch sehr gerne besuchen. Und die Teilnehmenden sind im Allgemeinen aus der Valeria Dienes Grundschule. Aber wir haben sehr viele Teilnehmende aus den anderen Sechsader Schulen auch und aus der Gegend auch, Tolnau, Mörs, Öcsény, Várdom, sehr viele Kinder haben wir schon aus dieser Gegend. Und in einem Jahr organisieren wir schon ein oder zwei Sommercamps.
heutzutage haben wir 25, 30 Kinder als Teilnehmer. Und wir wollen immer die deutsche Sprache durch Spielen den Kindern näher bringen. Sie können solche Spiele im Camp kennenlernen, womit sie die deutsche Sprache üben, aber ohne Bleistifte, ohne Hefte, nur mit vielen Bewegungen und nur mit vielen Spielen. Zum Beispiel ein Riesengesellschaftsspiel, wo die Kinder die Figuren sind. Sie können auf den Feld treten. Sie haben einen riesengroßen Würfel. Damit können sie werfen. Und es gibt sehr viele Stationen, wo sie viele Aufgaben haben. Und das müssen sie erledigen. Das macht den Kindern Spaß. Aber das bemerken sie gar nicht, dass sie die deutsche Sprache üben. Aber trotzdem, das macht ihnen Spaß. Und ja, wir besuchen in jedem Jahr die deutsche Bühne auch. Und wir haben sehr guten Kontakt mit der Bühne auch. Und wir besuchen in jedem Jahr ein Landhaus, ein ungarisches Landhaus, wie zum Beispiel Somberek, Ófalu, Bátaszék, Várdomb, Gerezslak. Überall sind die Kolleginnen sehr nett und sehr hilfsbereit. Sie organisieren sehr gute Programme für uns, wo die Kinder die ungarn-deutsche Traditionen auch kennenlernen können. Und wir basteln sehr viel im Camp, immer mit etwas mit Nationalitätenthemen. Wir basteln Ulmerschachtel oder machen wir Blaufelbertischdecke, machen wir ein Wandschützer mit Monogramm oder ein Tuch. Also so viele Sachen können wir mit den Kindern zusammen machen. In diesem Jahr haben wir ein Gastronomie-Camp gemacht. In Arsonana haben wir jeden Tag etwas Ungarndeutsches gebacken. Rosenkrapfen, Salzkipfel und so weiter. Jeden Tag haben die Kinder etwas gebacken und dann konnten sie natürlich das essen. Und das machte den Kindern sehr Spaß und sie haben das sehr gerne gemacht. Und dann konnten sie die Rezepte aufschreiben und dann natürlich nach Hause bringen. Und bis wir diese Speise fertig gemacht haben, konnten sie auch mit uns Deutsch zu sprechen. In den ungarndeutschen Camps können die Kinder über die Traditionen und über die ungarndeutsche Kultur nicht nur hören, sondern diese ausprobieren und erleben. Die Sprache wird hier nicht gelernt, sondern jeden Tag benutzt, was garantiert, dass sie Deutsch noch mehr lieb gewinnen und ab September anders betrachten und anders lernen. Ende April war die Deutsche Bühne Ungarn in Szekszárd Gastgeber für das diesjährige Treffen der deutschsprachigen Laientheatergruppen der Gymnasien. Aus drei ungarndeutschen Bildungseinrichtungen kamen begabte Jugendliche an. Das Publikum konnte anspruchsvolle Produktionen genießen. Es musste sein. Eure Uniformen und Ringe waren eurer Vernunft im Weg. Jetzt ist der Weg frei. Wir verlangen, dass ihr euch einigt. Für die Kinder. Für die Kinder! Die Deutsche Bühne Ungarn ist seit 2018 Gastgeber für das Treffen von deutschsprachigen Theatergruppen der Gymnasien. Damit bietet sie den Laienschauspielern die Möglichkeit, ihre Stücke in einem echten Theater vorführen zu können. Das ist ein Erlebnis eher, glaube ich. Natürlich ist es halt immer ein bisschen lauter als sonst, aber ansonsten ist es aufregend auch für uns. Ich dachte, dieses Treffen gibt es schon seit langen, langen Jahren. Und ich dachte, hier ist diese Bühne. Diese Bühne gehört auch der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und hat eine schöne Akustik und eine richtige Bühne. Und ich dachte immer, diese Jugendlichen, die fürs Theater so fiebern, sind es wert, dieses Geschenk zu bekommen, dass sie in einem echten Theater auftreten dürfen. Eine andere Atmosphäre. Ja, die Stimmung ist anders. Ich glaube, das ist ein Erlebnis für die auch und für uns auch. Ja, viele Talente, aber
Wir gucken aber auch nicht so, oh, derjenige oder diejenige ist für die Bühne geschaffen, sondern es ist eher, glaube ich, wie präsentiert man sich, wie überlegt man eine Figur. Und das ist ein Lernen für das Leben, finde ich. Und es gibt wahnsinnig viele Talente dafür. Das Publikum konnte drei Produktionen sehen. Die Konferenz der Tiere von der jungen DBU Sexat, den Mord im Hotel von der Patalia des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Ferischwar und das Stück in ein Boot von der kulturellen Offensive des Deutschen Nationalitätengymnasiums Budapest. Was reden Sie da für einen Blödsinn? Gestohlener Dieb wieder auferstanden, wenn das keine Sensation ist! Soll dieser Mist in die Zeitung? Herr Muth, sag endlich was! Also mir haben alle gefallen und sie waren tatsächlich sehr unterschiedlich und vom Themen her auch. Also es gab auch zum Beispiel die Produktion von der jungen DBU hat mir wegen des Themas sehr, sehr gut gefallen. Es war ein ernstes Thema. Ja, dass die Menschen halt nicht so gut sind und die Tiere uns was lehren könnten. Und die bei der Produktion von Ferischwar gefiel mir der Humor, den sie hatten und die verschiedenen Charaktere. Also es war wirklich sehr, sehr witzig und sehr, die haben das Leben sehr gut gespiegelt, finde ich. Und das Stück von dem Deutschen Nationalitätengymnasium gefiel mir wegen des Themas auch. Und die haben eine Kurzgeschichte von Angela Korb verarbeitet und es ging um Ungarndeutschtum. Und die Geschichte an sich ist sehr witzig, finde ich, aber auch sehr ernst zur gleichen Zeit. Und wie sie das dann verarbeitet haben, da hatten die Jugendlichen auch ihre eigenen Ideen. Das war dann noch mehr, das hat das Ganze so noch unterstrichen, würde ich sagen. Alle drei Produktionen waren sehr wertvoll für mich. Die Theatergruppen haben am Ende des Tages eine Rückmeldung über ihre Produktionen bekommen. Es wurde vor allem auf Aussprache, auf Grammatik geachtet. Es ist ja auch ein deutschsprachiges Theatertreffen. Ich finde es auch sehr viel wichtiger, dass sich jugendliche Kinder trauen, überhaupt Deutsch zu sprechen oder eine Fremdsprache zu sprechen, dass sie sich auf die Bühne stellen und eine halbe Stunde auf Deutsch reden und Monologe auswendig lernen. Das ist großartig und ich finde es sehr schade, würde man das bremsen darum, weil der Artikel jetzt nicht richtig war. Und es sind sehr viel mehr Gruppen, es sind 7, 8, 9 Gruppen normalerweise da. Dann gibt es auch eine Bewertung von der Jury, aber bei 3 Gruppen kann man das nicht so gut bewerten oder kann nicht. Erster, zweiter, dritter Platz wäre ja jetzt schade, das zu verteilen. Aber Covid hat immer noch sehr viele Gruppen gebremst. Es konnten sehr viele Gruppen nicht regelmäßig proben. Auch bei uns war es sehr, sehr schwierig, überhaupt etwas zustande zu bringen, weil ein Kind immer krank ist. Der Tag ist dann nur für diese Jugendlichen reserviert. Und es ist großartig, wenn das Theater so voll ist, dass sie auf den Gängen stehen und im Publikum nicht so viele Stühle reingestellt werden können, dass sich alle hinsetzen können, dass ganz viele sich eben da tummeln und angucken möchten, was die anderen Gruppen gemacht haben. Es ist eine ganz große Wertschätzung, das ist das wert, dass man da den Tag für dieses Projekt gibt. Ah, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ah, Herr Schaffner. Schaffner? Nee, ich bin eine Paketbote. Ich fahre direkt auf den Berg. Wollen Sie mitkommen? Ich habe Sie vor einer Woche im Zug gesehen und wir haben sogar gesprochen. Es ist schon mehrmals passiert, dass am Ende des Tages wir, die Deutsche Bühne Ungarn, was für die Jugendlichen präsentiert. Entweder ein Stück vom Repertoire, oder aber auch, wie dieses Jahr, eine offene Probe. Ich dachte, es ist auch interessant für die Jugendlichen zu sehen, wie ein Probenprozess läuft so richtig und wie der Regisseur Anweisungen gibt oder Feedback gibt. Und ich glaube, das war für sie tatsächlich spannend. Die Deutsche Bühne Ungarn erwartet auch nächstes Jahr gern die deutschsprachigen Laientheatergruppen. Ich möchte mich für Ihre heutige Aufmerksamkeit bedanken. Auf Wiedersehen.